Wir sagen euch an den sieben Advent, seht, die vierte Kerze brennt. Gott selber wird kommen, er zögert nicht, auf ihr Herzen und werdet Licht. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich hier zum vierten Advent in der Auferstehungskirche. Ich stehe hier im Altarraum, unser diesjähriger Adventskranz steht neben mir. Denn auch wenn 2020 durch das Covid-19-Virus so vieles anders ist, auf den vertrauten, selbstgebundenen Adventskranz wollten wir nicht verzichten. So begleitet er uns hier und Sie und euch vielleicht auch der eigene Zuhause seit dem ersten Advent. Woche für Woche, ein Licht in der Dunkelheit dieser Welt. Heute nun leuchtet die vierte Kerze und in wenigen Tagen feiern wir das Weihnachtsfest. Wie diese Andacht werden auch unsere Gottesdienste zum Fest nicht in präsenter Form gefeiert. Zum Schutz aller vor Ansteckung mit dem Covid-19-Virus geschieht dies ausschließlich online. Und so sind wir nun für einen Moment zusammen, im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Freut euch, der Herr ist nah. Auch der Wochenspruch aus dem Philipperbrief Kapitel 4 ruft uns an diesem vierten Advent zur Freude auf. Doch gibt es Grund zur Freude angesichts des erneuten harten Lockdowns? Seit Mittwoch dieser Woche haben nun die meisten Geschäfte geschlossen. Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte sind in die vorzeitigen und verlängerten Weihnachtsferien geschickt worden. Wir unterliegen Kontaktbeschränkungen, was unser Feiern des Weihnachtsfestes angeht. So vieles wird anders sein in diesem Jahr. Und jeden Tag lesen und hören wir neue Todeszahlen von Covid-19-Opfern weltweit und auch bei uns. Jeden Tag bringt das Virus Leid und Elend, Schmerz und Traurigkeit über die Menschen. Ist da der Ruf, freut euch, nicht vermessen? Geht er nicht an der Wirklichkeit vorbei? Wäre es nicht vielmehr angemessener, stattdessen dazu aufzurufen, dieses Weihnachtsfest wirklich anders, bescheidener, zurückgezogener, stiller zu feiern? Damit eine nationale Kraftanstrengung der Kontaktreduzierung auch zum Erfolg führen kann und die wahrscheinlich am 27. Dezember beginnenden ersten Impfen flankierend von uns allen begleitet werden? Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Die Welt des Paulus und die der ersten Christinnen und Christen war ebenfalls keine heile Welt. Auch in das damalige Leid, in das damalige Leben der Menschen hinein ruft Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege. Deshalb freuen wir uns auch auf das Weihnachtsfest 2020. Es fällt nicht aus. Auch wenn wir es so ganz anders feiern als gewohnt und manches schmerzhaft vermissen werden. Der Ruf des Engels, er gilt auch 2020. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Auch in diesem Jahr, gerade in diesem Jahr 2020, gilt es, sich diese gute Botschaft zusprechen zu lassen, sie zu hören, vielleicht zu lesen, sie in sich aufzunehmen, tief im Inneren,
Da, wo all mein Schmerz, meine Traurigkeit, meine Verwundbarkeit und meine große Sehnsucht steckt. Um wirklich auch in diesem Corona-Jahr die Freude zu erahnen, ja zu spüren, die Gott für uns im Sinn hat. Durch seine Menschwerdung in Jesus Christus, dadurch, dass er uns auf unvorstellbare Weise nahe sein will, dadurch, dass er nicht loslässt von uns, sondern uns immer wieder mit auf den Weg nimmt zu seinem Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Darüber dürfen wir uns auch jetzt am 4. Advent freuen. Und wir werden es in wenigen Tagen, in welcher Zusammensetzung und in welcher Form auch immer, feiern. Und wir sollten alle Fantasie daran setzen, um andere mit in diese Freude hineinzunehmen. Wir können uns in diesem Lockdown Wege überlegen, wie wir verbunden bleiben, gerade über die Weihnachtstage. Wie wir unsere Verbundenheit zueinander ausdrücken. Durch Anrufe, E-Mails, Briefe, Pakete, SMS, Skype. Zeichen der Nähe vor der Haustür des Nachbarn, der Nachbarin. In unseren Straßen ist es in diesen letzten Tagen abends heller geworden. So erlebe ich es beim Durchfahren. Tragen wir das Licht, das Jesus in unsere Welt gebracht hat, zu unseren Mitmenschen, in unsere Familien. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch einen gesegneten 4. Advent. Und feiern Sie mit uns Weihnachten mit unseren Online-Angeboten, Heiligabend und am 2. Weihnachtstag. Und nehmen Sie Abschied von dieser Kirche, von der Auferstehungskirche, ebenfalls mit uns in einem Online-Gottesdienst am 27.12. Ich lade Sie und euch ein, zu beten. Guter Gott, wir beten für alle Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Für alle, die Angst haben vor einer Infektion. Für alle, die sich nicht frei bewegen können. Für alle in Medizin und Pflege, die sich um Kranke kümmern. Für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen. Für die vielen Helferinnen und Helfer in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir bitten, dass du, Gott, in dieser Advents- und Weihnachtszeit uns mit deinem Segen begleitest. Lebendiger Gott, du bist unsere Zuflucht und Stärke. Viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh uns allen bei und stärke uns im Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns und dieser Welt Frieden.